So, hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir einmal an dem Golf 4 die Spurstangenendstücke tauschen. Und zwar sind die nämlich an den Gummitüllen eingerissen und ja, können dadurch natürlich trocken laufen und das Gelenk kann davon Schaden tragen. Ist auch ein Mangel bei der Hauptuntersuchung und daher werden wir den jetzt einfach mal austauschen. Ich habe das Rad schon mal abgenommen und das Fahrzeug angebockt. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann schaut einfach mal in meine anderen Videos, da zeige ich auch mal, wie man Radwechsel macht. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich um das Spurstangenendstück und daher würde ich sagen, legen wir direkt mal los. So, und zwar folgendes: Das Spurstangenendstück ist einmal hier am Radlagehäuse mit einer Mutter befestigt und am Axialgelenk mit einer Kontermutter gesichert. Die Kontermutter müssen wir einmal nur kurz anlösen und die Mutter hier unten müssen wir einmal komplett rausdrehen. Dafür müssen wir von unten in dem Fall mit einem 6er Inbus gegenhalten. Je nachdem, von welchem Hersteller der Spurstangenkopf ist, kann es entweder ein Inbus sein oder eventuell auch ein Toroids-Einsatz. Das müsst ihr vorher einfach mal überprüfen. Ich habe nämlich schon gesehen, bei dem neuen Teil ist es Torx und hier ist es Inbus. Wie gesagt, als erstes nehmen wir uns einen 22er Maulschlüssel und lösen die Mutter einmal an. Und danach nehmen wir uns einen 19er und schrauben die Mutter hier ab. So, die ist gelöst. Das reicht schon vollkommen aus, um den Spurstangenkopf gleich vom Axialgelenk runterzudrehen. So, und dann nehmen wir uns einen 19er und lösen die Mutter hier unten. Ich habe jetzt so ein Multitool, das ist irgendwie so ein 8 in 1 Schlüssel. Ich gucke mal, wie weit ich damit komme, ob ich damit gleich nochmal kontern muss. Oder ob wir die Mutter eventuell auch so rausbekommen. Hier sehen wir schon, der Spurstangenkopf hat sich jetzt schon aus dem Radlagergehäuse rausgelöst. Dadurch sparen wir uns natürlich die Arbeit mit dem Spezialwerkzeug. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, die dreht sich unten doch mit. Da müssen wir jetzt einmal unseren Inbus hier reinsetzen von unten. Den festhalten und dann hier ganz normal weiterlösen. Ja, ich glaube. Ja, wir haben den Imbus rumgedreht. Das ist natürlich ziemlich blöd. Wird wahrscheinlich häufiger mal passieren. Das Problem ist natürlich, wenn so ein Teil längere Zeit mal verbaut ist, irgendwann fängt das alles an zu rosten. Hier kommt Oberflächenkorrosion dran. Die setzt sich auf dem Material ab. Das Material nimmt ein bisschen ab. Und dann haben wir nämlich genau das Problem, wenn wir so eine Mutter lösen und mit dem Imbusschlüssel gegenhalten wollen, dass das hier innen schön durchdreht. Ja, unorthodoxe Methode wäre dann in dem Fall, das Stück hier unten abzuflexen. Ich habe keinen Mutternsprenger da, sonst hätte man das auch mit dem Mutternsprenger versuchen können. Von daher flexe ich das Ding, die Mutter hier einfach runter, aber nicht zu Hause nachmachen. Ne? Weil ich übernehme natürlich keine Garantie für irgendwelche anderen Schäden, die hier eventuell entstehen könnten. Ne? Von daher macht das bitte nur auf eigene Gefahr und schaut euch das nicht bei mir ab. So Leute, wenn ihr sowas macht, tragt natürlich immer eine Schutzbrille. Also das ist absolute Pflicht. Am besten ist, wenn ihr das natürlich irgendwie mit einer Säge macht. Also mit einer schönen Metallsäge. Das geht natürlich am einfachsten. Ich habe jetzt keine mit einem vernünftigen Blatt hier, deswegen nehme ich die Flex. Wie gesagt, ist es nicht empfehlenswert. Man kann es machen, muss es aber nicht.
So schnell ging das. Richtig schön glatt abgeschnitten. Na, also wirklich extrem bündig. Ich muss sagen, ich bin stolz irgendwie darauf so ein bisschen. Gut. Spurstangen, Kopf, los. Ja, wir machen weiter. Jetzt geht es darum, den Spurstangenkopf vom Axialgelenk zu lösen. Dafür, wie gesagt, wenn wir den Uhrzeigersinn drehen, dreht er sich fest. Also drehen wir den entgegengesetzt, den Uhrzeigersinn hier von der Spurstange ab. Das sind immer so ein paar Umdrehungen. Da wir die Kontermutter nicht ganz weit gelöst haben, können wir den neuen gleich ziemlich nah dran machen und dann wieder kontern. Dann haben wir zumindest keine unglaublich falschen Werte bei der Achsvermessung. Die sollte man nach dem Tausch des Spurstangenendstücks auf jeden Fall machen, weil das Lenkrad ziemlich wahrscheinlich danach schief stehen wird. Das Fahrzeug ist nicht mehr in der Spur, dadurch haben wir natürlich irgendwo einen höheren Reifenverschleiß später auch. Das solltet ihr natürlich dann zeitnah machen. Wenn ihr sowas tauscht, überprüft natürlich auch noch, ob andere Bauteile am Fahrwerk defekt sind, um die direkt mitzutauschen. Denn arbeite ich am Fahrwerk, muss ich zwangsläufig eigentlich immer noch eine Achsvermessung machen. So, hier ist das neue Spurstangenendstück. Passt hier super drauf. Das schrauben wir jetzt auch einfach mal wieder dran. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier fest und hier ist er noch leicht locker, fest, leicht locker. Das heißt, wir lassen den so in der Position und dann können wir hier gleich wieder vernünftig kontern. Wir nehmen einmal hier die Mutter runter, die Schutzkappe, die hier drauf ist, die kommt auch ab. Wie wir hier schön sehen können, ist das in dem Fall ein Torx und den nehmen wir gleich zum Kontern von der Mutter. Die Mutter ist nämlich eine Sicherungsmutter, da ist ein blauer Kunststoffsicherungsring drin. Das heißt, wir kriegen die nicht einfach so aufgedreht, sondern müssen hier gegen kontern, damit wir die vernünftig anziehen. Ansonsten dreht sich halt das Gelenk auf jeden Fall mit. So, das ist hier unten ein 40er Torx. Ne, den setzen wir hier unten rein und dann können wir die Mutter auch festschrauben. So, und dann zieht ihr die Mutter hier unten mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment fest. So, und zu guter Letzt kontern wir unsere Kontermutter wieder. Da wir jetzt festziehen, beim Lösen war das jetzt halb so wild, beim Festziehen immer mit einem Schlüssel gegenhalten, dass wir die Manschetten hier nicht beschädigen. So, wir sind fertig. Ich kümmere mich jetzt gleich noch um die andere Seite, damit das Ding dann wieder vernünftig auf die Straße kommt. Wie gesagt, Spurstangenendstücke, wenn die ausgeschlagen sind, am besten direkt beide Seiten machen, dann habt ihr auf jeden Fall Ruhe. Es ist nämlich ärgerlich, wenn die eine kaputt ist und kurz darauf die andere kaputt ist. Ich glaube, der Hersteller gibt es sogar vor, dass man im Falle eines Falles beide tauschen sollte. Das Gleiche gilt natürlich auch irgendwo für Federbeine. Wenn einer defekt ist, sollte man beide Seiten tauschen. Ja, das dazu. Wie gesagt, danach einmal zur Achsvermessung fahren, die Spur einstellen lassen und dann könnt ihr wieder richtig schön geradeaus fahren. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.